Mitten in Remscheid steht eine Baustellenampel an der Tagesbaustelle. Und die hat auch eine Funkantenne, also eine Funkampel. Nichts Ungewöhnliches. Die Autos fahren da so rum, haben viel Geduld, die Autofahrer. Und eigentlich funktioniert das sehr gut. Auf kurzer Entfernung stehen die Ampeln, weil hier eine unübersichtliche Stelle ist. Und die Ampeln, die arbeiten sehr anständig. Doch, es ist auch mal grün. Wunderbar. Aber irgendwann tickt eine Ampel aus. Und dann passiert es. Hier in Remscheid Stau, Stau, Stau. Ungewöhnlich viel Stau. Das hat wohl seinen Grund. Irgendwas muss hier passiert sein. Das Remscheider Fernsehen hat sich stundenlang dahingestellt und die Ampel beobachtet. Und als es soweit war und die Ampel ihren Spleen hatte und ausgetickt ist und diesen Stau verursachte, ja, dann war das Remscheider Fernsehen dabei. Was passiert hier eigentlich? Hinter dieser Kurve steht die Baustellenampel. Was stellt die denn gerade an? Wenn Sie das wissen wollen, sollten Sie dringend das Remscheider Fernsehen Tele-DMW einschalten. Sie können das einschalten, indem Sie eingeben im Internet www.teledmw.de. Und hier an dieser Baustellenampel wird gleich was Komisches passieren. Denn nach Rot kommt immer Blinkgelb. Wenn Sie wissen wollen, was die Autofahrer machen, wenn sie überhaupt nicht mehr da wegkommen, dann schauen Sie doch mal bei uns vorbei, beim Remscheider Fernsehen Tele-DMW. Zu erreichen unter www.teledmw.de. Und dann sehen Sie, was dann passiert.